In this ocean of plastic, we need a mermaid scholastic, a mermaid iconoclastic to save the day. We need a climate. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich dieses Video anschauen, mit dem ich Ihnen erklären möchte, wie Sie aus einem Hungertuch einen Brotbeutel nähen können. Als erstes schauen wir uns an, welches Material Sie brauchen. Wir brauchen ganz klar das Hungertuch, eine Nähmaschine, das dazugehörige Nähgarn, Stecknadeln sind sowieso im Haushalt immer sinnvoll und hier ganz besonders, eine Stoffschere. Ich würde hier empfehlen, sich tatsächlich eine echte Stoffschere oder Schneiderschere heißen sie auch, zu kaufen und die auch wirklich nur zu nutzen, um Stoff damit zu schneiden. Dann bleibt sie nämlich schön scharf. Wir brauchen das Bügeleisen. Es gibt das geflügelte Wort, dass das Wichtigste beim Nähen das Bügeleisen ist. Das stimmt und Sie werden im Laufe des Videos merken, warum. Zum Sticken für den Schriftzug brauchen wir natürlich Stickgarn. Wir brauchen eine Sticknadel und wir brauchen die Stickanleitung. Damit haben wir unser Material zusammen. Ich möchte noch ein paar Worte zur nachhaltigen Materialbeschaffung sagen, denn letztendlich ist ja dieses Nähen eines Brotbeutels aus dem Hungertuch eine Art Upcycling. Upcycling ist aber nur dann wirklich Upcycling und wirklich nachhaltig, wenn das Material, was man drumherum braucht, nicht alles neu hergestellt und neu gekauft werden muss. Und gerade hier, finde ich, geht das ganz gut. Die Hungertücher, das ist klar, die sind ja schon gebraucht und die kriegen Sie entweder in Kirchengemeinden, fragen Sie einfach mal nach, ob die noch welche in der Sakristei liegen haben. Und Miserior selber verschickt auch alte Hungertücher, die nicht mehr gebraucht werden. Auch da kann man nachfragen. Auch die Nähmaschine kann man gebraucht kaufen. Gerade dann, wenn Sie die Nähmaschine eigentlich nur für Bastelarbeiten brauchen und sich nicht semiprofessionell eigene Kleidung nähen, reicht eine einfache Maschine. Und die kriegt man gut gebraucht. Ich würde allerdings empfehlen, sich dann trotz allem eine Markennähmaschine zu kaufen, einfach weil es dafür noch sehr lange Ersatzteile gibt. Bei Billignähmaschinen oder Nähmaschinen aus dem Discounter ist es in der Regel nicht so. Deswegen hier nachhaltig denken, gerne gebraucht kaufen und dann aber so kaufen, dass man sie auch, wenn es sein muss, reparieren kann. Schließlich noch das Näh- und Stickgarn. Ganz oft gibt es Menschen in der Umgebung, in der Pfarrei, im Dorf, wo auch immer in der Verwandtschaft, die haben noch Nähgarn oder Stickgarn rumliegen und nutzen es gar nicht mehr, weil sie nicht mehr so gut sehen können, weil sie die Freude daran verloren haben, irgendwas zu sticken. Einfach mal nachfragen, wer noch was in der Ecke liegen hat und wer es Ihnen zur Verfügung stellen würde, dann müssen Sie nicht neu kaufen und können das Material noch gut aufbrauchen. Es muss nicht weggeschmissen werden. Und wenn man diese wenigen Punkte berücksichtigt, kann man tatsächlich einen rundrum nachhaltigen Brotbeutel erstellen und hat ja ein schönes Stück, was auch noch für die Umwelt gut ist. Das ganz kurz dazu. Jetzt geht's an die Erstellung des Brotbeutels. Als erstes müssen wir da logischerweise das Hungertuch zuschneiden und der erste Schritt beim Zuschneiden ist, dass man den schmalen Rand, also den Rand auf der Schmalseite, abschneidet. Dazu ziehe ich mir immer einen Gewebefaden raus, weil ich dann eine gute Schnittführung habe, eine gerade Schnittführung habe auch und nachher beim Bügeln und beim Nähen das Gewebe auch einigermaßen gerade bleibt. Den weißen Rand dann bitte aufbewahren, den brauchen wir nämlich noch später. Als nächstes wird dann das Hungertuch zugeschnitten in die Größe, wie nachher Ihr Beutel dann auch sein soll. Ich habe das bei dem großen Hungertuch so gemacht, dass ich das in 12 Teile zerschnitten habe und der Beutel hat dann ungefähr ein Maß von 45 auf 40. Da passt ein großes Brot und da passen eine Menge Brötchen rein. Bei dem kleinen Hungertuch habe ich das Tuch in 3 Teile zerschnitten. Der Beutel ist etwas kleiner, eher so für den 1- oder 2-Personen-Haushalt. Genau, man schneidet es einfach so zu, wie man nachher die Stoffbahnen braucht, um sich seinen Beutel zu nähen. Auch hier beim Zuschneiden habe ich immer einen Gewebefaden als Schnittführung gezogen, damit das Ganze schön gerade bleibt. Den Zuschnitt für unseren Beutel müssen wir als erstes säubern und säumen. Das geht, wenn Sie so eine einfache Maschine haben wie ich. Das ist auch das, was ich hier eingeblendet habe, indem Sie
die Maschine auf Zickzack stellen, also einen Zickzack-Stich wählen und den sehr eng wählen, also die Stichlänge sehr klein wählen. Dadurch wird der Stich sehr eng und man hat einen schönen Saum. Wenn Sie Zugang zu einer Kettelmaschine haben oder einen Menschen kennen, der Ihnen den Stoff ketteln kann, ist es noch besser, weil das Ganze noch ein bisschen besser hält als das mit dem Zickzackstich. Aber der Zickzackstich, wie gesagt, funktioniert auch. Damit ist der Zuschnitt dann schon fertig und wir gehen zum Sticken. Auch beim Sticken müssen wir das Stickband vorbereiten. Wie gesagt, das Stickband, das ist dieser weiße Rand, den wir vorhin abgeschnitten haben. Den holen Sie sich und schneiden ein Stück davon ab, das ungefähr die Breite hat von Ihrem Zuschnitt, aus dem Sie nachher den Beutel nähen wollen. Es kann einen halben Zentimeter an jeder Seite überstehen, damit Sie es gut annähen können. Auch das Stück für das Stickband muss gesäubert werden und gesäumt werden, so wie vorhin, und zwar an den offenen Seiten. Meistens ist eine Seite verklebt, die muss man dann nicht mehr säumen. Und jetzt kommt das Bügeleisen das erste Mal zum Einsatz. Jetzt nehmen Sie die Längsseiten und knicken die einmal schmal um. Das brauchen wir nachher zum Festnähen. Und dieses Ungeknickte müssen Sie heiß bügeln, damit der Knick auch bleibt und das Ganze dann auch umgeknickt hält, also der Umschlag da auch hält. Damit haben wir das Stickband vorbereitet. Jetzt müssen Sie die Mitte herausfinden von dem Band, entweder durch Ausmessen oder indem Sie es auszählen und sticken dann den Schriftzug auf das Band. Den Schriftzug selber stellen wir zum Download noch zur Verfügung. Zum Fertigstellen des Brotbeutels müssen Stickband und Zuschnitt zusammengebracht werden. Sie nehmen sich also Ihren Zuschnitt, falten ihn auf die Hälfte, die Außenseite liegt außen. Sie fixieren das Stickband an der Stelle mit Stecknadeln, wo Sie gerne das Band auch festnähen möchten. Und wenn Sie damit fertig sind, dann nähen Sie das Ganze auf der Vorderseite Ihres Zuschnitts fest. Als nächstes müssen auch bei dem Zuschnitt, also bei dem Beutel, die Seitennähte vorbereitet werden. Dazu brauchen Sie wieder das Bügeleisen. Sie knicken auch hier die Längsseiten schmal um und bügeln Sie fest, damit es hält. Wenn Sie einen großen Überstand haben von dem Stickband, so wie das bei mir der Fall ist, dann können Sie das Ganze umknicken und damit reinbügeln. Sie könnten auch nochmal etwas unterhalb der Linie, die man hier sieht, eine Zickzacklinie nähen und dann das Ganze da abschneiden, damit der Überstand nicht so groß ist. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Als nächstes geht es an die Schmalseiten, die am Ende den oberen Rand des Beutels bilden. Die bügeln wir noch etwas anders um. Auch da das, was wir schon kennen. Wir nehmen das Gesäumte und schlagen es kurz um oder schmal um und bügeln es fest. Und dann schlagen wir das Ganze nochmal um und diesmal etwas breiter, denn das ist die Stelle, wo nachher, wenn Sie möchten, die Kordel durchgehen kann. Auch hier wieder das Ganze umbügeln, festbügeln, damit man die Knicke auch gut sieht, denn der Knick wird als nächstes wichtig. Jetzt haben wir also die Seitennähte, die Längsseiten vorbereitet, gebügelt, dass wir sie zusammennähen können. Jetzt legen Sie bitte die beiden Außenseiten aufeinander, also Sie falten den Zuschnitt wieder auf Hälfte, aber diesmal liegen die beiden Außenseiten aufeinander. Und Sie nähen das Ganze zusammen an den Außennähten und damit ist der Beutel ja schon fast fertig und Sie haben ihn jetzt quasi auf links gedreht. Wichtig beim Zusammennähen ist, dass Sie die Naht nur bis zu dem Knick, den wir vorhin reingebügelt haben, führen. Der obere Teil muss frei bleiben. Jetzt ist der Beutel fast fertig. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, oben diesen Tunnelzug zu nähen, durch den die Kordel durchgehen kann. Dazu knicken Sie die Ecke an diesem letzten Stück, was wir gerade freigelassen haben, um und nähen die Ecke fest. Das machen Sie auf beiden Seiten. Und erst dann knicken Sie das Ganze in den großen Knick um, in den großen Umschlag um und nähen diesen großen Umschlag fest. Und damit ist der Beutel so gut wie fertig. Jetzt muss er noch nach rechts gezogen, auf rechts gezogen werden. Und Ihr Brotbeutel kann zum Bäcker getragen werden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.